Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir mein Schnittmuster-Poncho als Cardigan nähen. Und das ist auch eine richtig coole Variante, um sich einen Kuschelüberwurf zu nähen. Viel Spaß dabei! Mein Poncho ist ja eigentlich ein Schnittmuster für so einen Überwurf, der aussieht wie ein Pullover in Oversize-Größe und eben perfekt für so Kuschelmaterialien wie Strick oder Strickjersey oder eben auch Jacquard, den ich jetzt für die Cardigan-Variante benutzt habe. Das Lookbook verlinke ich dir hier oben dann nochmal. Und ich habe jetzt für die Cardigan-Variante folgende Anpassungen vorgenommen. Ich habe mir das Ganze in der Mitte etwas schmaler gemacht. Das Vorder- und das Rückteil wird ja aus einem Teil zugeschnitten und das habe ich ein bisschen verschmälert und das Ganze auch verlängert auf insgesamt 85 cm. Und das hat jetzt bei mir auch deshalb so gut hingepasst, weil ich es eben nicht so breit haben wollte. Es ist ja dann eine Jacke. Und eben auch der Stoff nicht so breit liegt. Der ist jetzt 1,30 nur breit. Und ich habe den Stoff einmal im Bruch gelegt und bei dem Vorderteil hier, oder bei den zwei Vorderteilen, die ich ja dann einzeln zuschneide, passt das eben genau bis zu der Bruchkante vom Stoff für die Ärmel. Und auf der anderen Seite, wo der Stoff noch offen liegt, da ist auch die Webkante und die habe ich einfach frecherweise so gelassen, weil ich die eigentlich ganz schön fand und habe die einfach so überstehen lassen als Öffnung. Dann habe ich das Ganze noch in einem Stück zugeschnitten, also diesen Ärmel gefaltet in der Mitte und sofort an den Ärmelausschnitt angelegt und eben beides in einem Rutsch zugeschnitten, sodass ich den Ärmel nicht separat annähen muss. Genau. Und eben, wie gesagt, ich habe das Ganze auf 85 cm verlängert nach unten. Das war so meine Wohlfühllänge und ich fand das ein bisschen schöner bei dem Cardigan. Und nun nimmst du dir das Rückenteil. Wie gesagt, das habe ich auch mit dem, also in Bruch zugeschnitten, aber eben die 5 cm in der Mitte rausgenommen. Das heißt, es ist also insgesamt 10 cm schmaler und etwas körperbetonter. Und man sieht, das ist bei dem, gerade jetzt bei der Schrift auf dem Stoff, sieht das auch richtig cool aus, wenn der Arm eben nicht separat angenäht ist. Und nun legst du die Vorderteile rechts auf das Rückenteil und nähst sie an den Schultern oben zusammen und eben dort auch an der Seite. Genau, einmal vom Ärmel ausgehend nach unten. Wenn du die zwei Vorderteile zuschneidest, bleibt da vom Stoff dieser eine Streifen übrig. Und den habe ich dazu genutzt, mir einen Kuschelkragen zu basteln. Also da ist vorne der Stoff auch noch im Bruch gelegt. Und jetzt habe ich mir das Ganze erstmal zurechtgeschnitten. Das passt auch ganz gut, dadurch, dass ja jetzt von der Mitte 10 cm fehlen. Reicht das auch wirklich noch aus, um sich einen richtig schönen Kuschelkragen zu basteln. Also als allererstes habe ich den Stoff einmal begradigt und dann auch wieder in 50 cm Länge knapp zugeschnitten. Und bei mir jetzt hier eben einmal unten lang, damit das auch vom Ballen gut runtergemacht ist und eine schöne gerade Linie für den nächsten ergibt, ne? Der dann noch Stoff kaufen möchte. Genau, jetzt hast du schon mal den Stoff für den Kragen und damit machen wir dann auch gleich weiter. Ich habe das Ganze hier nochmal begradigt, sodass auch alle Kanten gerade sind und dass das von der Breite alles ordentlich hinhaut und dass man eben nachher gut weiterarbeiten kann, wenn es dann um die korrekte Breite geht. Nun nimmst du dir deinen bisher fertigen Cardigan, also die zwei Vorderteile, die ans Rückteil angenäht sind, und misst oben einmal den Ausschnitt aus. Der ist ja jetzt kleiner geworden, weil wir ja weiter rausgenommen haben. Und ich komme da beim Ausmessen auf 44 cm. Zu den 44 cm addiere ich jetzt nochmal 2 cm Nahtzugabe dazu. Und dann schneide ich mir das Ganze in der Breite auch bei dem Kragenstück zu. Das ist jetzt hier einmal von
oben nach unten gefaltet, also so wie der Kragen nachher auch liegt. Und der wird ja dann rechts und links einmal abgenäht und zusammengenäht. Und deshalb brauchen wir halt einmal für die rechte Seite und einmal für die linke Seite 1 cm Nahtzugabe. Genau, also gehe ich jetzt hier auf 46 cm und schneide mir das Stück dort zurecht. Und wenn du dann die Seiten zusammengenäht hast, sieht das Ganze nämlich so aus. Also der Stoff wird rechts auf rechts gelegt, dann wird einmal alles an den Seiten zusammengenäht und nun wird das Ganze gewendet und dann ist der Kuschelkragen auch schon fertig. Wichtig ist, dass beim Wenden jetzt wieder schön oben die Ecken ausgeformt werden. Das kriegt man aber super hin bei dem weichen Stoff. Genau, und dann ist er da, der Kragen. Der wird jetzt an den Ausschnitt angesteckt und da solltest du natürlich je nach Muster aufpassen, dass der dann auch so angenäht ist, wie du es gerne haben möchtest. Also ich wollte jetzt bei mir natürlich, dass das so in einem Flutsch durchgeht mit der Schrift und also da bitte drauf achten, gerade wenn man dann doch irgendwie Blumen hat oder, ne, dann sollten die ja nachher nicht auf dem Kopf stehen oder, ja. Also da immer noch mal zweimal gucken. Jetzt wird das Ganze dort angeheftet, einmal außenrum und dann auch angenäht. Und das war's dann auch schon. Also ich ziehe dann die Fäden von der Overlock immer wieder zurück in die Naht mit so einer dicken Stopfnadel. Das macht sich immer richtig gut. Und dann kannst du noch überlegen, ob du gerne die Ärmel vielleicht mit einem Bündchen versäubern möchtest. Oder ich habe eben dann auch beim Cardigan unten einfach den Abschluss umgeschlagen, die 2 cm und umgenäht. Ja, also da kannst du deinem Cardigan noch deinen ganz persönlichen Touch mitgeben. Da ist er dann auch schon fertig. Und ja, ich mag ihn extrem gern. Also das ist auch wirklich so ein ganz weicher, kuscheliger Jacquard. Ich habe davon auch noch Pakete in meinem Shop. Also kannst du da gerne mal stöbern gehen. Oder auch in meinen Schnittmustern. Gibt es ja auch noch ein paar andere schöne. Und ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Ich bin ja immer bemüht, auch mal zu zeigen, wie man meine Schnittmuster ein bisschen variieren kann und andere Sachen draus zaubern kann. Wenn dir das gefällt, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Aktiviere natürlich die Glocke, ne, damit du die Benachrichtigung bekommst, wenn neue Videos von mir veröffentlicht werden. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!